weil ich glaube, in Österreich haben sie es jetzt auch gerade. Genau, da gibt es wirklich, morgen. Also aus Sicht der Epidemiologie gibt es dafür, dass man nicht mehr raus darf an die frische Luft, gibt es kein Argument. Es ist so, man steckt sich an in geschlossenen Räumen. Das Virus kann in Räumen 1, 2, 3 Meter vielleicht weit fliegen. Aber es ist definitiv so, wenn Sie im Freien spazieren gehen und jetzt nicht gleich eine Versammlung machen oder die Kinder, die sonst in der Krippe oder auf dem Kindergarten gewesen wären, jetzt auf dem Spielplatz zusammenstecken. Das ist natürlich Unsinn. Aber warum Familien zum Beispiel unter sich nicht in den Park spazieren gehen dürfen? Ich glaube, man muss das, da wäre ich absolut dagegen. Aber das heißt dann, dass die Österreicher das falsch machen, dass die Franzosen das falsch machen? Ja, ist so. Ja, das war ja auch. Aber im Freien ist die, man muss ja immer ein bisschen überlegen, wir kriegen ja nie 100% hin. Also wir sind immer in einer Situation, wo wir versuchen zu optimieren. Und wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen über wirtschaftliche Aspekte sprechen. Es ist so, es darf hier nicht so eine absolute Dominanz geben, dass wir sagen, wir müssen, als wäre es Ebola, so tun, als würden wir 100% schützen. Sondern wir müssen einen vernünftigen Weg finden. Und der heißt zum Beispiel, überlegen Sie sich doch mal, was das heißt. Die Leute sitzen zu Hause, dürfen nicht mehr aus der Bude raus. Sind in der Situation, wo sie mit ihren Kindern von Tag zu Tag in schlechterer Stimmung zusammen sind und sie können nicht einmal spazieren gehen, nicht einmal in die frische Luft raus. Das halte ich für eine absolut kontraproduktive Maßnahme. Vor allem, es wäre ja was anderes, wenn sie denen sagen würden, ich habe jetzt gerade mal 2 Wochen ins Spiel gebracht, ich habe das noch nie vom Gesundheitsminister gehört, wie lange das dauern soll. Sie sperren die Leute in die Wohnungen ein und schauen Sie mal, wie in Italien jetzt der Effekt ist. Die haben am Anfang dann gesagt, na, das machen wir schön mal ein bisschen mit. Jetzt sind die ersten Tage und die erste, glaube ich, erste Woche ist vorbei. Die erste Woche, ja. Das ist wahnsinnig schwierig, psychologisch das auszuhalten, von den wirtschaftlichen Folgen ganz zu schweigen. Also ich glaube, die ganze Republik jetzt in die Bude einzusperren, dafür gibt es keine medizinische Indikation. Das kann ich nur so sagen. Ja. Aber